Wir haben für Alpiq eine Expedition One kreiert, eine Kampagne über 4 Monate hinweg mit einem Live-Event im Kern, 1,5 Tage, und haben über diese 4 Monate inklusive Event hinweg eine Geschichte erzählt. In den Walliser Alpen ist es sehr eng, 700 Mitarbeitende von A nach B zu transferieren, heißt da 10 Busse, A 70 Leute, sehr, sehr komplexe Logistik. Und das beisammen zu halten und zu steuern über den Tag war sicher auch eine große Herausforderung. Das größte Highlight ist gewesen, dass wir einen Charakter entwickeln durften, einen Walliser Naturgeist, der die Mitarbeitenden auf der Reise begleitet hat. Wir haben 17 Kapitel geschrieben, 26 Minuten Audio- und Video-Content produziert und da sehr ambivalent darüber sprechen dürfen, wie das Verhältnis von Mensch und Natur ist. Ich denke, die Art zu kommunizieren, auch die Werte zu vermitteln, dass es irgendwie nicht top-down ist, sondern dass die Mitarbeiter die Werte als Erlebnis haben können mitnehmen. Die Aufgabe war, ein Mitarbeiter alles zur Eröffnung des Jahrhundertprojekts Nom de Trans der Alpiq zu kreieren. Dafür hat LiveLab der Naturgeist Dora ins Leben gerufen. Was passt besser zum Wallis und zu seinen Sagen? Der Naturgeist Dora hat die Mitarbeiter aus 7 verschiedenen Ländern auf eine Expedition geschickt. Die hatte zum Ziel, den Wert des Projekts und der Umwelt den Mitarbeitern näher zu bringen. Eine runde, emotionale Geschichte mit einer klaren Dramaturgie, die über das Event darüber hinausgeht. Das hat einen Gesaffen verdient.